Herzlichen vielen Dank. Also, wie wir auf Englisch sagen, no pressure. Also ein Vortrag unter die Porträts des englischen Königshauses zu halten. Ich werde eine Bemerkung über Georg der Dritte später sagen. Aber herzlichen vielen Dank und ich werde sofort anfangen. Das Ontarian Museum der Universität Glasgow war das erste öffentliche Museum Schottlands und eines der ersten im Vereinigten Königreich, wenn nicht sogar in ganz Europa. Wie viele derartige Institutionen, von denen nicht alle von ihrer Gründung bis heute überlebt haben, entstand das Museum durch die Bemühungen und die Vision eines Einzelnen. Das Ontarian Museum konnte 2007 das 200. Jahr seines Bestehens feiern. Und in 2018 werden wir die 300. Geburtstag seines Gründers, Dr. William Hunter, geboren im Jahr 1718, begehen. Hunter, eines der führenden Mediziner, Altertumsforscher, Bibliophilien, experimentellen Naturforscher und Kunstsammler seiner Zeit. Zusätzlich zu den anatomischen und pathologischen Präparaten, die mit seinen medizinischen Arbeiten zu tun hatten, trug Hunter in der Mitte des 18. Jahrhunderts die größte Einzelsammlung an Büchern, Manuskripten, Münzen und Medaillen, naturhistorischen Präparaten und Kunstwerken zusammen, die sich nicht im Besitz des britischen Königshauses oder der Aristokratie befand. Nach seinem Tod im Jahre 1783 hinterließ er die Sammlung der Universität Glasgow, eine Stiftung aus dem späten Mittelalter, wo er lange studiert hatte, und stellte Gelder für den Bau eines Museums bereit, das 1807 eröffnet wurde. Seine enzyklopädische Sammlung zur Menschheits- und Naturgeschichte, die in der berauschenden intellektuellen Atmosphäre Londons zur Zeit der Aufklärung entstand, hatte die Verbesserung des Wissens zum Ziel und sollte auf eine Art und Weise verwendet werden und die der weiteren Entwicklung der Studenten der Universität Glasgow am besten förderlich sei. Dieses erste öffentliche Museum Schottlands, das speziell zu diesem Zweck errichtet worden war, sollte eine Ressource zum Lernen werden und die Universität von einem Lehrinstitut für Fachberufe in eine multidisziplinäre Forschungseinrichtung verwandeln. Diese Verlagerung der Hunterschen Sammlung von London nach Glasgow verkörpert meiner Auffassung nach dem wichtigsten, wenn nicht den entscheidenden Moment in der modernen schottischen Kulturgeschichte. Heute wächst das Ontarian Museum weiter als das größte Universitätsmuseum Schottlands und mit seinen 1,5 Millionen Exponaten und Präparaten als eine der umfangreichsten akademischen Sammlungen weltweit. Zu den Kostbarkeiten der heutigen Sammlung, die auf die von Hunter hinterlassene Gründungssammlung aufbaut, gehören von James Watt und Lord Kelvin verwendete wissenschaftliche Geräte, Monumentalskulpturen und Altertümer von Antonius Vale, der römischen Grenze in Schottland, wichtige Bestände aus den Bereichen Geowissenschaften und Biowissenschaften, Schottlands wichtigste druckgrafische und Münzsammlungen, seltene, den ersten Kontakt belegene Artefakte aus dem Pazifikraum sowie umfangreiche Sammlungen europäischer und schottischer Kunst. Dazu gehören auch die weltgrößte Dauerausstellung des Werks des Künstlers James McNeill Whistler sowie der größte Einzelbestand an Arbeiten von Charles Rennie Mackintosh, darunter das Mackintosh House, das die wieder zusammengefügte Innenausstattung seiner Glasgower Wohnung zeigt, die in Ontarian Museum zu Hause gefunden haben. Das Ontarian Museum ist eine zentrale Ressource für Forschung, Lehre und Wissenaustausch in Bereichen Kunst, Geisteswissenschaften sowie der Natur- und medizinischen Wissenschaften, das Gelehrte und Besucher aus der ganzen Welt anzieht. Das ist ein Kulturgut von nationaler und internationaler Reichweite, das die Universität bei der Erzielung ausgezeichneter Forschungsergebnisse unterstützt und die Erfahrung der Studenten bereichert.
Durch die aktive Nutzung unserer Sammlungen können wir sowohl eine stimulierende Lernumgebung als auch ein erstklassiges Besuchererlebnis schaffen. Ich möchte in meinem Vortrag einen Überblick über die Evolution des Antarian Museums geben, von seiner Entstehung in London in der Mitte des 18. Jahrhunderts über seine unterschiedlichen Wandlungen und Trennungen im 19. und 20. Jahrhundert in Glasgow bis hin zu einer aktuellen Bedeutung als wichtiger Bestandteil der akademischen Infrastruktur, durch die es eine moderne, multidisziplinäre Forschungsuniversität unterstützt, die neue Initiativen zur Optimierung von Sammlungen, Forschung, Lehre und Ausbildung einzuführen gedenkt. Im Bewusstsein dessen, dass wir in naher Zukunft des 300. Geburtstag des Gründers des Antarian Museums begehen werden, möchte ich die Rolle und das Erbe von William Hunter untersuchen, und zwar in Bezug auf die Schaffung einer Aufklärungszeit-Sammlung sowie Hunters fortwährenden Einfluss auf unsere aktuelle museumkundliche Praxis als akademisches Museum und unsere Pläne, das Museum aus der Aufklärungszeit in den Bereichen Künste, Wissenschaften und Geisteswissenschaften im 21. Jahrhundert neu zu positionieren. William Hunter wurde im Jahre 1718 in Nähe von Glasgow geboren. Er verließ die Universität im Jahre 1736 und besuchte Anatomievorlesungen in Edinburgh, bevor er 1740 nach London ging, um sich dort mit Geburtshilfe zu befassen. Im Oktober 1746 bewarb Hunter seinen ersten Anatomiekurs. Im Jahre 49 wurde Hunter männlicher Geburtshelfer in einer stationären Geburtsklinik, dem neuen British Lion Hospital. Im Sommer 1749 zogen William und sein Bruder John, auch Mediziner, in ein Haus in Covent Garden um, in dem sie wohnen und auch Vorlesungen abhalten konnten. Im Jahre 1750 nahm William Hunter seine erste Sektion eines voll ausgereiften, graviden menschlichen Uterus vor. Zeichnungen dieser Sektionen, die von Jan von Rijmsdijk angefertigt würden in Kupfer gestochen und in 1752 in Vorbereitung der Veröffentlichung seiner Anatomia Uteri Humani Gravidi ausgestellt. Dieses Buch legt den Grundstein für die Wissenschaft und Kunst der Geburtshilfe. Im Jahre 1761 bat Georg III. Hunter die Betreuung der schwangeren Königin Charlotte zu übernehmen. Und nach der erfolgreichen Geburt seines Königssohns, nach dieser erfolgreichen Geburt wurde er zum Leibarzt der Königin, Queen's Physician Extraordinary, bestellt. Bis in den 1760er Jahren war Hunter durch seine berufliche Tätigkeit kluger Investitionen und möglicherweise einen Lotteriegewinn zu beträchtlichem Reichtum gelangt. Er begann den Gedanken einer öffentlichen Lehranstalt für Anatomie zu verfolgen und begann zusammen mit dem schottischen Architekten James Marr die Arbeit an einem Standort in der Great Windmill Street in Soho, der über einen Anatomiesaal, Vorbereitungsräume sowie einen großen Raum verfügen sollte. Das ist die große Sammlung. Im Jahre 67 wurde er zum Mitglied der Königlichen Gesellschaft, Fellow of the Royal Society, ernannt und im Jahre 68 zum Mitglied der Gesellschaft der Altertumsforscher, the Society of Antiquaries. Später im selben Jahr, nach Gründung der Königlichen Akademie der Künste, the Royal Academy of Art, werde er zu deren erstem Professor der Anatomie ernannt.
Hunter verstarb im März 1783 in Great Windmill Street. Er blieb lebenslang Junggeselle und hinterließ er der Universität von Glasgow sein Museum und seine Bibliothek. Hunters Testament enthielt, die Universität in Glasgow ein Museum für seine Sammlung zu bauen. Diese Sammlung, die umfassten ungefähr 30.000 Münzen, 200 ethnologische und archäologische Exponate und 65 Gemälde. Im Bereich Naturwissenschaften enthielt sie etwa 2.000 geologische, 3.000 anatomische und pathologische Präparate, 7.600 ethnologische Präparate und 8.000 Weichtierschalen von 1.800 Arten. Er gab mehrere hundert zoologische Exponate von Wirbeltieren. Und es gab eine kleine, aber sehr bedeutende Herbarium und auch wissenschaftliche und medizinische Instrumentensammlungen. Hunters Bibliothek enthielt 10.000 gedruckte Bücher und 650 Manuskripte. Hunter gab in 1767 bis 1768 8.000 Pfund Sterling für den Ausbau der Räumlichkeiten in Great Windmill Street und baute sie um in eine anatomische Lehranstalt und ein Labor mit Museum sowie Wohnbereich, Wohnbereich, Lehr- und Vorbereitungs- und Sektionsräume, die zu einem hübschen Anatomiesaal im ersten Stock führten und an einen sehr großen Raum angeschlossen waren, der sich in der Mitte des Komplexes befand und eine Bibliothek sowie ein Museum beherbergen sollte. Sehr viele Zeitgenossen haben darüber was geschrieben, und zum Beispiel hier der Entomologe Johann Christian Fabricius im Jahre 82 hat den Raum wie folgt beschrieben. In der Galerie selbst hängen die Waffen barbarischer Völker, besonders aus dem Südseeraum zum Beispiel. Tierhörner, darunter in besonderem die gigantische Hörner des Riesenhirsches und andere große Exponate und so weiter. Hunters Interesse an den Sachkulturen von menschlichen Gesellschaften in Nordamerika und im Fernost wurde durch James Cooks Entdeckungsreisen im Pazifik geweckt. Zu den Mitgliedern der Königlichen Gesellschaft und der Gesellschaft der Altertumsforscher, mit denen Hunter Umgang pflegte, gehörte der Naturkundler Sir Joseph Banks, dessen Reise in den Südseeraum mit Captain Cook im Jahre 68 von Hunter gefördert wurde. Viele den ersten Kontakt belegenden Artefakten, die von den verschiedenen Reisen Cook stammten, fanden durch Privatkäufe und Auktionen ihren Weg in Hunters Sammlung, zusammen mit Korallen, Insekten, Pflanzen und Muscheln. Seine Schüler erwähnen Hunters umfangreiche Gemäldesammlung, die über die anderen Räumlichkeiten verteilt war. Nach seiner Ernennung zum ersten Professor der Anatomie an der Königlichen Akademie der Künste in 68 vergrößerte sich Hunters Gemäldesammlung. Die in Hunters Besitz befindlichen 65 Gemälde reflektieren den Geschmack und die Sammlernetzwerke eines Gründungsmitglieds der Königlichen Akademie. In Zahlen ausgedrückt handelt es sich hierbei um 16 italienische Gemälde im Vergleich zu 13 holländischen und flämischen und 10 französischen. 10 Porträts und 2 spanische Kunstwerke machen die Sammlung komplett. Von seinen Arbeiten des goldenen Zeitalters der Niederlande wird sein kleines Tafelbild, die Beerdigung Jesu von Rembrandt, heute als ein wichtiges Gemälde angesehen. Hunter erscheint jedoch mehr als Liebhaber der französischen Kunst. Seine 3 Gemälde von Jean-Simeon Chardin beinhalten das Meisterwerk Tee trinkende Dame von 1739, das im Jahre 65 nur 8 Pfund Sterling kostete, ihm jedoch mehr Freude machte als seine teuren italienischen Gemälde.
Hunter war aktiv in den Bereichen Tierkunde und vergleichende anatomische Forschung tätig und trug im Laufe seines Lebens eine sehr umfangreiche zoologische Sammlung zusammen. Er veröffentlichte bahnbrechende Schriften zu tierkundlichen Themen. Hunters Arbeiten über das Mastodon und fossile Hirsche beschäftigen sich mit dem kontroversen Konzept des Artensterbens, das man langsam zu verstehen begann. Hunter scheute keine Mühen, um sicherzustellen, dass Forschung, die über zu veröffentlichen gedachte, aufwendig bebildert war. Im Jahre 69 beauftragte er den besten Tiermaler, der ihm bekannt war, George Stubbs, damit ein exaktes Abbild seines von ihm untersuchten exotischen Tieres, der Nilgau-Antelope, zu malen. Die Darstellung des Tieres basierte auf einem wissenschaftlichen Verständnis der Anatomie. Bei seiner Vorlesung von der Königlichen Gesellschaft präsentierte Hunter das Bild auf einer Staffelei. Hunter gab im Jahre 1770 ein weiteres Gemälde bei Stubbs im Auftrag. Diesmal von einem kanadischen Elch, der er in der Debatte über das Artensterben von zusätzlichem Interesse war. Die Abbildung des Elchgeweihs eines ausgewachsenen Tieres im Vordergrund als separates Bild innerhalb des Gesamtbildes verdient im Besonderen Aufmerksamkeit und sollte den Unterschied zwischen dem Geweih des noch lebenden Elches im Vergleich zum Geweih des fossilen Riesenhirsches verdeutlichen. Hunter gehörte zu den ersten, die zeitgenössische Künstler zu wissenschaftlichen Forschungszwecken einsetzen. Obwohl William Hunters Kunstsammlung im Vergleich zu den Sammlungen anderer Mitglieder der Königlichen Akademie eher klein war, war Hunters Bibliothek die großartigste in London und eine ausgezeichnete Ressource für die Künstler, von denen sie genutzt würde. Zusätzlich zu ihrem Bestand haben 10.000 Bücher, darunter fast 1.000 frühe Buchdrücke aus der Zeit vom 1500, und 650 Manuskripten enthielt sie viele Bände mit Drucken. Die Sammlung spiegelte die Produkte italienischer Ideen und Kunst wider. Die neoklassistischen Kompositionen, die im Rom von Gavin Hamilton und in London von Benjamin West und James Barry gemalt worden waren, waren sehr wahrscheinlich Geschenke der Künstler. Anstelle den Anatomiesaal und das Museum in der Great Windmill Street im Kontext einer Chronologie der medizinischen Ausbildung im London im 18. Jahrhundert zu betrachten, sollte Hunters Haus hinsichtlich des Interessenspektrums betrachtet werden, das die Künste sowie die Wissenschaften in dieser Zeit prägte. Es waren nicht nur Medizinstudenten, die Hunters anatomische Lernstalt und das Museum besuchten, sondern auch Künstler, die Hunter an das von Europa inspirierte Studium der anatomischen Form heranführte. Noch eine andere Zeitgenosse, der französische Neuroanatome Felix Wieck, verfasste Nachruf wird Hunters zentrale Rolle als Sammler und Animateur seines Museums Tribut gezollt. Er beklagt, dass durch die Abwesenheit Hunters war die Wahrheitskette, die Sammlung als Zentrum der Ausbildung und Aufklärung zusammenführte, unterbrochen sei. Im Jahre 1802 stimmten sie durch Hunters Testament bestellten Nachlassverwalter einem Umzug des Huntischen Museums an die Universität Glasgow, so sobald ein geeignetes Gebäude errichtet worden sei. Im Jahre 1803 gewann der Architekt William Stark den Ausschreibungswettbewerb zur Konzeption des neuen Hunterian Museums auf dem Gelände des Old College der Universität. William Stark war ein talentierter und innovierter schottischer Architekt des neoklassistischen Baustils, der viel in Europa reiste und im Jahre 98 in St. Petersburg lebte. Smirks
Starks Konzeption des Hunterian Museums folgt dem Stil des römischen Neoklassismus, der von Robert Adam bevorzugt würde. Der neue Museumstempel würde im Zentrum der College Gardens errichtet und einen Bestandteil des neuen viereckigen Innenhofs bildeten. Es würde als Museumsplatz bezeichnet. Das Museuminnere war streng neoklassistisch ausgelegt und entsprang einem zentralen, kuppelförmig überdachten Raum. Der erzielte Gesamteindruck entspricht von einer eleganten Einfachheit. Wir sind in der glücklichen Lage, dass uns Starks Originalpläne für das neue Gebäude vorliegen. Das Erdgeschoss beherbergte den naturwissenschaftlichen Salon, flankiert von den Mineralien- und Korallenräumen und dem Anatomieraum. Eine kleine Treppe führte von Anatomiezimmer in den Saal des Elefanten im Kellergeschoss hinunter, ausgewachsenen Elefanten sowie ein Zebra beherbergte, die William Hunter als Geschenk von Königin Charlotte erhalten hatte. Und dahinter befanden sich der Antikenraum, der Heizungsraum sowie die Wohnstadt des Museumwärters. Das Obergeschoss des Gebäudes war eine von oben beleuchtete Gemäldegalerie und die Forschungsbibliothek unterteilt und wurde durch einen zentralen Salon verbunden, mit dem Bürsten und Gemälde zur Schau gestellt wurden. In Nordostecke befand sich das Münzkabinett, dem nachgesagt würde, dass es besser als im britischen Museum und das des französischen Königs sei. Die Beleuchtung der gesicherten, fensterlosen und im Obergeschoss befindlichen Gemäldegalerie, der Bibliothek und des Münzraums würde von oben, und zwar durch Dachkuppeln und Oberlichter, erzielt. Starks Beteiligung war nicht nur auf dem Bau des Gebäudes beschränkt, sondern erstreckte sich auf seiner Innengestaltung und Ausstattung, was durch seine Rechnungen für konzipierte Glasvitrinen, Kabinette, Tische, Pressen und Möbel belegt ist. Glasgows führende Polsterer, Möbeltischler und Schreiner lieferten Einbauten, Teppiche und Polstermöbel von höchster Qualität, darunter 8 römische Stühle. Starks Museumtempel war Schottlands erstes eigenes zu diesem Zweck gebautes Museum, das in den frühen 18. Jahrhundertjahren ein etabliertes Vorbild für die Architektur öffentlicher Museen. Die Dauerausstellungen beherbergten, gab Starks Tempelarchitektur mit ihrer zentralen Kuppel und dem bevor befindlichen Portikus würde bei den nächsten Generationen von Museumsgebäuden oft wiederholt. Was den tagtäglichen Betrieb anbelangte, so würde ein Museumswärter ernannt und es würden reguläre Öffnungszeiten eingehalten, da die Sammlungen zu Lehrzwecken genutzt werden sollten. Nur der Museumswärter war berechtigt, die Sammlungen fortzuführen. Das Museum war während des Semesters von Montag bis Freitag von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Präparate, die zur Lehre der Geburtshilfe, Anatomie und Naturgeschichte verwendet wurden, sollten zu bestimmten Tagezeiten ausgegeben werden, ebenso wie die Bücher, wodurch dann der Zeitraum zwischen 12 und 13 Uhr zum Einlass fremder Besucher genutzt werden konnte. Trotz dieser sehr beschränkten Öffnungszeiten strömten zwischen August 1808 und Juni 1810 etwa 10.000 Besucher in Schottlands erstes öffentliches Museum. Innerhalb kurzer Zeit würde der Museumwärter aufgrund der täglichen Besucherscharen von seinen Hauptpflichten abgezogen und ein Eintrittskartensystem eingeführt, das einen Eintrittspreis ab 2 Schillinge festlegte.
um die laufenden Kosten zu bestreiten. Wir sind dem Naturwissenschaftler John Lasky für seine Veröffentlichung einer allgemeinen Beschreibung des Ontarian Museums, die in 1813 in Glasgow erschien, zum großen Dank verpflichtet, da wir ihr entnehmen können, wo sich die gesamte Sammlung selbst in den ersten Tagen nach der Eröffnung des Ontarian Museums befand. Vitrine für Vitrine und Regal für Regal und auch für die Informationen über die praktizierte museumskundliche Taxonomie. In der universitären Welt helfen Museen wie das in Glasgow befindliche Lehr von den Forschungseinrichtungen zu unterscheiden. Die im 18. Jahrhundert liegen Wurzeln des akademischen Museums der Universität Göttingen sind in dieser Hinsicht sehr aufschlussreich und weitere Recherchen können vielleicht eine deutlichere kausale Beziehung mit Hunters Glasgow Unterfangen belegen. Wie auch in Paris, Wien oder London enthielt die Universitätsbibliothek nicht nur Bücher, sondern auch Münzen, Gemälde und naturgeschichtliche Exponate. Im Jahre 1773 wurden mehrere dieser Sammlungen im Akademischen Museum zusammengeführt. Es diente zweierlei Zwecken. Gemäß des Idealen der Aufklärung hatte es einen Nutzwert und verfügte ebenfalls über ein pädagogisches Angebot. Das Museum war in 4 Abteilungen unterteilt: Naturgeschichte der Menschheit, Tierreich, Pflanzen und Mineralien. Des Weiteren verfügten es über eine Gemäldegalerie und einen Raum für Abgüsse. Die Anordnung der Sammlung, wobei sich die Gemäldegalerie im Obergeschoss über den Naturgeschichte und Ethnographie gewidmete Etagen befand, sowie in sich abgeschlossene Infrastruktur für die Lehrer, waren revolutionär und dienten als Vorlage für die Konzeption akademische Museen. Leider sollte jedoch dieses Aufklärungsmodell, das Künste, Geisteswissenschaften und wissenschaftliche Sammlungen in einem einzigen Museumslabor vereinte, weder in Göttingen noch in Glasgow dazu bestimmt sein, die akademischen Entwicklungen des darauffolgenden 19. und 20. Jahrhunderts zu überstehen. Die immer stärkere disziplinäre Trennung und Fragmentierung hat dazu geführt, dass Abteilungsmuseen entstanden sind, die dazu geschaffen wurden, lokale pädagogische Anforderungen und bestimmten Fachgebieten zu erfüllen. Dieser Trend ist symptomatisch für in Göttingen vorherrschende akademische Trends, wo die akademischen Sammlungen heute auf über 30 separate Abteilungen aufgeteilt sind, während diese Entwicklung in Glasgow im Verlauf des 20. Jahrhunderts in der Schaffung von 5 Campus-Museen resultierte. Mitte des 19. Jahrhunderts war die Stadt Glasgow ein geschäftiges, auf den Atlantik ausgerichtetes Handelszentrum, das größte Zentrum der Schwerindustrie in Europa geworden und lieferte einen Großteil der Infrastruktur für das angewachsene britische Empire. Angesehene Bürger wurden bereits westwärts in die neuen Vorstädte gezogen. Die Umweltverschmutzung hatte deutliche Spuren an den Gebäuden, unter ihnen auch das Museum hinterlassen, und zeigte auch Wirkung auf akademisches Personal und Studenten. Man einigte sich letztendlich auf eine am westlichen Stadtrand gelegene Grundfläche und das gesamte Universitätsgelände verkauft. Großzügige neue Gebäude, diesmal in einem neugotischen Stil gehalten, die vom führenden London-Architekt Sir George Gilbert Scott entworfen worden waren, erhoben sich zwischen 1866 und 70 auf einem Hügel im Blick auf den Fluss Kelvin. Das Ontarian Museum wurde ebenfalls verlassen,
wobei die Sammlungen in einer Reihe von Sälen und Galerien innerhalb des neuen viktorianischen Universitätscampus überführt würden. William Starks revolutionärer Museumtempel würde abgerissen, ebenso wie das gesamte historische Universitätsgelände, die sich bis auf das Jahr 1451 zurückzufolgen lässt. Innerhalb der neuen Gebäude wurden dem Museum zwei Säle zugewiesen. Diese befand sich übereinander und bildete die Nordseite des neuen viereckigen Innenhofs. Der weitaus größte Teil des neuen Universitätscampus sollte von einem Hauptressourcen für Forschung und Lehre, seinem Museum und seiner Bibliothek, eingenommen werden. Der im ersten Stock befindliche Hauptsaal würde der Naturgeschichte, darunter Tierpräparationen, Korallen und Fossilien gewidmet. Über diesem Saal würde ein Münztresor sowie ein Unterrichtsraumkomplex errichtet. Von der neuen Anordnung von Hauptsaal und in der Eingangshalle würden Fotos angefertigt. Wie Sie sehen. Trotz der Eleganz von George Gilbert Scotts ekklesiastischem Design mit seinem Weithammer, Balkendächern und kirchenschiffigen, schiffartigen Sälen mit Querschiffen, Apsiden und Hochparterre-Galerien werden nur wenig an die Ausstellung in Vitrinen befindliche Gegenstände gedacht. Das neue Hunter Museum des Gilbert Scotts hatte lediglich Umfang, aber nur wenig Ausstellungsfläche. Im Ergebnis dessen entstand ein stark überladender Ausstellungsraum, der nur schlecht zugänglich war. Der Ansatz bestand darin, William Stark gefühlvolleren Design, das auf die Sammlungen und ihre Wechselbeziehungen ausgerichtet war, entgegenzuwirken. Und im Verlauf des 20. Jahrhunderts wurden verschiedene Schritte unternommen, die Sammlung zugänglicher zu machen und ihre Nutzung zu verstärken. Diese haben den Bau separater Museen für Anatomie und Zoologie, die an ihre jeweiligen Lehrbereiche angeschlossen sind, bewirkt. In Anerkennung der wachsenden Bedeutung der Kunstgeschichte als eigenständige Fachrichtung wurde im Jahr 1980 die Hunterian Art Gallery geöffnet und gleichzeitig auch das Macintosh House, das wieder zusammengefügte Innenausstattung sowie Möbelar aus der Privatwohnung des Architekten-Designers Charles Rennie Macintosh. Während Gilbert Scotts Hauptmuseengalerien von 1870 neben der Geschichte der Wissenschaft und Medizin an der Universität auch weiterhin ein breites Spektrum an Sammlungen zeigen, lässt sich die Tatsache nur schwer verbergen, dass William Hunters ursprüngliche Vision eines Museums, das die zahlreichen Sammlungen nur zur Menschheitsgeschichte und zur Naturgeschichte hinterfragt und miteinander vernetzt, verwässert worden ist. Gemäß modernsten kunsthistorischen Betrachtungsweisen wird der von Stubbs gemalte Elch jetzt zum Beispiel in der Kunstgalerie als eine besonders gelungene Wiedergabe eines Tieres in der neuen Welt durch Tiermaler George Stubbs gezeigt und ist so losgelöst von seinem ursprünglichen Zweck, bei dem er zur Belegung zeitgenössischer Theorien über das Artensterben diente. Die schrittweise Übernahme von William Hunters Büchern und Manuskripten in die Abteilung für die Sondersammlungen der Universitätsbibliothek hat weiter dazu beigetragen, dass die enge Beziehung zwischen Forschungsbibliothek und der Museumsgegenstand, die von grundlegender Bedeutung für William Hunters Forschungspraxis und in der Tat für alle war, die sich in der Zeit der Aufklärung mit Untersuchungen in Bereichen Kunst und Wissenschaft, der sich ständig weiteren Gedanken und Entdeckungswelt des 18. Jahrhunderts befassten, weiter verschleiert würde. Heute bietet das Hunterian Museum mit seinen 5 separaten Museen für die Geisteswissenschaften, Künste und Naturwissenschaften ein reichhaltiges Besuchererlebnis. Aber Hunters aufklärerische Vision, die Beziehungen zwischen die einzelnen Sammlungen erstellte, ist vollkommen verschleiert worden.
obwohl es zutrifft, dass sich universitäre Sammlungen weiterentwickelt haben, um den sich anderen Fokus einzelner Forschungsbereiche zu reflektieren, hat die Aufteilung und Fragmentieren der Bestände des Hunterian Museums in jüngster Zeit ein akademisches Erbe als Zentrum des Studiums des materialen Wissens unterminiert. Dezentrale Sammlungen, im Falle von Hunters Bibliotheken auch separate Verwaltungen, haben die Hürden verstärkt, die die Erlangung neuer Forschungskenntnisse gemäß transdisziplinärer Forschungsagenden des 21. Jahrhunderts entgegenstehen. Die Aufrechterhaltung dieser Vorgehensweise stellt eine ernsthafte Gefahr für unsere Bestrebungen als Museum dar, unseren umfassenden Beitrag zur Wissenmatrix einer modernen, breit aufgestellten Forschungsuniversität zu leisten. Denn heutzutage, trotz seiner Vielzahl an Gebäuden, verfügt das Hunterian Museum derzeit über sehr schlechte Studien- und Lehreinrichtungen. Aber die Möglichkeit dazu ergibt es recht schnell, da der Campus der Universität erstmals seit Ende des 19. Jahrhunderts von seinem derzeit sehr räumlichen, beschränkten Standort erweitert wird. Das Hunterian Museum macht es sich zunutze, derzeit ungenutzte öffentliche Gebäude erwirbt, um zu expandieren und einen neuen Campus für die Zukunft zu errichten. Die Verfügbarkeit der Kelvin Hall, eine aus dem frühen 20. Jahrhundert stammenden Messehalle, die unmittelbar an den alten Campus angrenzt, bietet ideale räumliche Voraussetzungen für das Hunterian Museum. Auch diesen Standort zu nutzen und seine derzeit verstreut gelegenen neuen separaten Lagereinrichtungen zentral zu vereinen, zusammen mit der erforderlichen akademischen Infrastruktur zur Erforschung von Sammlung, Lehre und Ausbildung. Mithilfe von finanziellen Mitteln, die vom Heritage Lottery Fund bereitgestellt wurden, wird ein zentraler Zugang zu den umfangreichen Forschungssammlungen des Hunterian Museums geschaffen werden. Die ein speziell zu diesem Zweck konzipiertes Zentrum zum Studium der Sammlungen in der Kelvin Hall bedienen. Das wird ab dem Studienjahr 2016/17 die innovative Forschung, Lehre und Ausbildung mit Objekten im Hochschulbereich und auf dem bereitenden Bildungssektor anregen. Ein weiterer akademischer Lehrplan, der die wissenschaftliche Erforschung von Sammlungen und kuratorische Schulungsprogramme umfasst, wird in modernsten Unterrichts- und Konferenzräumen vermittelt. Neben einer zentralen Lagereinrichtung wird das Zentrum für Sammlungen des Hunterian Museums zahlreiche Rechercheräume für Kunstwissenschaft und Numismatik, eine Forschungsbibliothek nebst Archiv-, Lehr- und Studienlabors, Bestandhaltungs- und Digitalisierungsstudios, ein Konferenzsaal mit Haupthörsaal und zwei Seminarräumen sowie eine Graduate-Studienzimmer mit sozialen Lehrräumen umfassen. Unser akademischen Büro befindet sich zwischen den Studienzimmern, sodass wir um das Hunterian Museum angesiedelte Forschungskultur weiterentwickeln. Die Verbindung von Sammlungen und Studienräumen ist eine zentrale Anforderung, die einem solchen Plan zugrunde liegt. Wir haben den direkten Zugang zum Sammlungslager und zu den benötigten Ressourcen zur Verwaltung der Sammlungen geplant, um unseren Anforderungen an Lehr- und Studium gerecht zu werden. Durch die Entwicklung des Kelvin Halls entsteht das weltweit größte Zentrum vom Studium universitäre Sammlungen. Es ist, wie Sie sicher zweifellos feststellen können, von William Hunters Konzept und Design für sein Museum und Labor, Lehrlabor, das sich Mitte des 18. Jahrhunderts in der Londoner Great Windmill Street befand, inspiriert.
was Möglichkeiten zur Beschleunigung von Forschung, Lehre und Ausbildung mithilfe der zentralisierten Sammlungen betrifft, so wird eine Leverhulme-Doktorandengruppe, der sich mit der Neuorientierung der Erforschung von Sammlungen befasst, im Studienzentrum ihre Arbeit aufnehmen. Das Open Studies Programm der Universität zum lebenslangen Lernen wird durch den direkten Zugang zu den Sammlungen des Interim Museums verbessert und erweitert. Und eine neue Akademie wird Weiterbildungskurse für die Bereiche Museumswissenschaften sowie Pflege des kulturellen Erbes auf nationaler und internationaler Ebene durchführen. Das Ontarian Museum arbeitet bei der Erschließung des Kelvin Halls mit den städtischen Museen, Glasgow Museum zusammen, die mehr als 400.000 Objekte aus den Bereichen Stadtgeschichte, Archäologie, Ethnographie und Design in der Kelvin Hall unterbringen werden, sowie mit dem Filmarchiv der schottischen Nationalbibliothek, das ist über 100 Jahre schottische Geschichte in Form von Film- und Videoaufnahmen verfügt. Alles wird durch ein neues digitales Sammlungsportal unterstützt. Wir beschäftigen uns derzeit zusammen der Universitätsfakultäten damit, neue Lehrpläne zu erstellen, um die zentrale Erfassung dieser verschiedenen Sammlungen der Universität sowie der Sammlungen auf städtischen und nationalen Museen bestmöglich nutzen zu können. Die Erweiterung der derzeit auf Mastersniveau angebotenen Kuratorenausbildung ist bereits gut vorangeschritten. Und es ist geplant, neue Initiativen im Bereich Museumspädagogik im kommenden Jahr einzuführen. Durch die Entwicklung des Kelvin Halls entsteht eine völlig neuartige Wissensmatrix in einer Partnerschaft zwischen Universität, Stadt und staatlichen Institutionen und gleichzeitig ein Fokus auf Wissenaustausch und Bildung mit Objekten, der weltweit einzigartig ist. Und direkt durch die Aufklärung geprägte Gründungskonzept des Ontarian Museums inspiriert wird. Durch die Wechselwirkung oder den Edge-Effekt, die am Standort Kelvin Hall neu entstehenden Partnerschaften bewirken, werden neue Museumslebensformen entstehen, die die Kultur, Ökologie der Stadt verändern werden. Und zum Letzten. Phase 1 der Erschließung des Kelvin Halls ist jetzt in vollem Gange und wir sind derzeit damit beschäftigt, Vorschläge für die nächste Phase der Entwicklung des Standortes zu erstellen. Phase 2 der Erschließung des Standortes Kelvin Halls bietet die Möglichkeit, die jetzige dezentrale Museen des Ontarians wieder zusammenzuführen und unter einem Dach neu zu formieren und dabei gleichzeitig eine Erweiterung sowie eine verbesserte Vernetzung und Interpretation der Sammlungen zu erzielen. Die Realisierung des neuen Ontarian Museums in dieser zukünftigen Phase der Entwicklung wird nicht nur ein wahrhaft erstklassiges Museumserlebnis schaffen, sondern ebenfalls die Möglichkeit bieten, das Ontarian Museum als eine Institution zu etablieren, die gut aufgestellt ist, um die Geschichte der Erkenntnisgewinnung von der Erklärung bis zur heutigen Zeit zu erkunden. Getreu seinem Grundstein in der Aufklärungszeit würde das Ontarian Museum zur Verbesserung des Wissens geschaffen. Das Kelvin Hall Projekt bietet die Möglichkeit, das Ontarian Museum zum Aufklärungsmuseum für das 21. Jahrhundert zu realisieren. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich habe nur vergessen, am Anfang noch einmal anzusprechen und ganz herzlich dafür zu danken, nicht nur für diesen fantastischen Vortrag, sondern auch dafür, dass David Gamester sich die, glaube ich, doch ganz schön anstrengende Mühe unterzogen hat, für uns diesen Vortrag auf Deutsch zu halten. Dafür noch einmal ganz herzlichen Dank. Applaus